bereitet einen Angriff auf das Festland von Lordaeron vor. Orgrim Doomhammer, der oberste Befehlshaber der orkischen Truppen, beauftragt dich zum Errichten eines kleinen Vorpostens an der Südküste von Lordaeron. Zur Absicherung des Zulder-Gebietes musst du eine Kaserne und mehrere Höfe erbauen, um deine Truppen zu versorgen. So kannst du uns dabei helfen, die ungefähre Stärke der menschlichen Verteidigungslinie festzustellen. Spione berichten, dass einige Krieger unter dem Kommando des Trollbefehlshabers Zul'jin von den Menschen gefangen genommen und in ein Gefängnis bei Hillsbred gebracht wurden. Doomhammer befiehlt dir, Zul'jin und die anderen Trolle zu befreien und zu ihrem eigenen Feldlager zurückzubringen. Der Oberbefehlshaber verfolgt damit zweierlei. Er will noch engere militärische Bande mit den Trollen knüpfen und außerdem durch solch eine überraschende Befreiungsaktion auch Angst und Schrecken unter den Menschen verbreiten. Vorbereitungen für eine Großoffensive auf Hillsbred hast du nun Hafengebäude für die orkische Armada in der Gegend von South Shore zu errichten. Zul'jin und seine Trolle haben den Menschen, von denen sie eingekerkert wurden, fürchterliche Rache geschworen. Und deshalb nehmen einige ihrer Axtwerfer und Zerstörer an der South Shore Operation der Horde teil. Ein Hafen muss errichtet werden, um in seinen Werften unsere Kriegsschiffe zu bauen. Und du musst dafür sehr viel von einer schwarzen Flüssigkeit namens Öl abbauen. Erst dann können wir unsere Flotte erbauen und Hillsbred attackieren. Deine Tanker haben das schwarze Gold für unsere Armada herangeschafft. Und Doomhammer möchte nun an Hillsbred eine Exempel statuieren. Du verfügst jetzt über Gießereien, um noch bessere Schiffe zu bauen. Vor allem Fähren, mit denen du deine Streitkräfte über den Kanal zur Siedlung der Menschen transportieren kannst. Die Horde duldet keinen Widerstand. Besiege sie alle!